So, ja, ich begrüße Sie recht herzlich. Ich bin hier heute alles in einer Person, Hausmeister, Gastgeber und Referent. Mein Name ist Wolfgang Ertl und ja, ich freue mich ganz besonders, dass der Saal so voll ist. Es sind ja noch mehr Leute als bei Stefan Ramsdorf. Vermutlich bin ich trotzdem nicht noch berühmter als er. Aber ich freue mich sehr, dass meine Botschaften hier so viel Anklang finden werden. Ich bin Nachhaltigkeitsbeauftragter hier an der Hochschule. Und deswegen auch so halb Veranstalter, weil wir ja eine Vortragsreihe Nachhaltigkeit hier haben. Und die Frau Date, die diese Veranstaltung organisiert, die ist leider momentan nicht da, weil die gerade ein Baby gekriegt hat und im Mutterschutz ist. Und deswegen mache ich diese, im Prinzip die Anmoderation und die Organisation. Da vielleicht eine ganz kurze Bemerkung. Wir haben eine Stelle auf 2 Jahre finanziert für die Nachhaltigkeitsreferentin, die Frau Date. Diese Stelle, diese 2 Jahre sind schon halb vorbei. Das heißt, wir haben jetzt noch 11 Monate und die gehen schneller vorbei, als man denkt. Und dann ist das Geld zu Ende und dann wird es keine schöne Vortragsreihe Nachhaltigkeit mehr geben und auch keine Nachhaltigkeitsaktionen mehr an unserer Hochschule, wenn wir es nicht schaffen, irgendwoher Geld aufzutreiben. Und das meine Anregung. Vielleicht kennen Sie ja irgendeinen ganz Reichen, den Fürst von Zeil oder so, der Lust hat, eine Stiftungsstelle hier bei uns zu finanzieren. Falls nicht, kein Problem. Aber es wäre einfach schön, wenn unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten länger als 2 Jahre dauern würden. Weil wir sehen jetzt, das, was die Frau Date macht, ist einfach toll und es trägt Früchte. Und dem haben wir es vielleicht auch zu verdanken, dass der eine oder andere von Ihnen heute hier ist. Und das wollen wir weitertreiben. Und das ist insbesondere natürlich immens wichtig, dass wir da die Nachhaltigkeit unseren Studenten vermitteln. Das ist unser Ziel. Das heißt, entsprechendes Geld ist durchaus sinnvoll ausgegeben. Okay, jetzt zum Vortrag. Hier kommt natürlich meine zweite Rolle ins Spiel. Ich bin hier Professor für Künstliche Intelligenz und forsche an der Künstlichen Intelligenz seit 29 Jahren jetzt. Habe eigentlich nie was anderes gemacht, doch natürlich Mathematikvorlesungen und mit der Hochschulbürokratie kämpfen und solche Dinge, das tue ich auch noch. Ja. Aber ansonsten mache ich ganz tolle Forschung über KI. So, und heute kommt beides zusammen, die KI und die Nachhaltigkeit. Sie sehen es schon im Titel. Und ja, und das ist mir wirklich ein persönliches, ganz wichtiges Anliegen. Ja, lernfähige Maschinen und Roboter für eine nachhaltige Zukunft. Kurze Inhaltsübersicht. Ich erzähle erst einmal, was ist denn KI? Also übrigens, immer wenn ich KI sage, meine ich künstliche Intelligenz. Ja. Dann ein paar aktuelle Schlagzeilen aus der KI. Dann, wie wird es weitergehen mit der KI in den nächsten Jahren, Jahrzehnten? Und dann, wie wird es mit uns weitergehen mit KI und Robotern? Das ist so der kurze Überblick. Also, starten wir mit, was ist künstliche Intelligenz? Ja, ich lege ganz schnell meine Lieblingsdefinition auf. Die KI erforscht, ob und wie Computer Dinge tun können, die wir Menschen heute noch besser können. Ganz einfach und banal, wir müssen überhaupt nicht über Intelligenz reden. Das ist unser Thema. Und zwar seit 30 Jahren, seit ich dabei bin, war es immer so. Ja? Und das ist natürlich ein Moving Target. Das heißt, wenn zum Beispiel die Schachcomputer besser sind als Menschen, dann ist es kein Thema mehr der KI. Und es ist de facto, als der Deep Blue den Kasparov geschlagen hat, da war es dann langweilig für uns und dann haben wir nicht mehr an Schachcomputern geforscht. Das sehen Sie auch in den Publikationen. Ja? Was machen wir heute? Darüber rede ich jetzt. Ja? Ach so, übrigens, ganz wichtig, unterbrechen Sie mich bitte jederzeit, wenn Sie eine Frage haben. Wir können gern mittendrin diskutieren. Ich wirke das dann auch ab, wenn es zu lang dauert. Keine Sorge. Ja? Aber unterbrechen Sie mich. Wir können gern jederzeit also Fragen beantworten. Gut, also, was können die Menschen besser? Das ist doch jetzt die Frage nach der Definition. Ja? Sowas zum Beispiel. Wenn ich in einer gefährlichen Situation bin und ganz schnell eine Entscheidung treffen muss, dann geht es nicht darum, die optimale Lösung zu finden, sondern lebend daraus zu kommen.
Schließen unter beschränkten Ressourcen heißt das Thema. Ja? Die Ressourcen sind hier sehr beschränkt, ja? Denn ich muss ganz schnell was tun. Ja? Lieber irgendwas tun als gar nichts. Ja? Und solche Dinge, die können wir Menschen heute noch viel besser. Oder Beispiele, wo ist die Türe? Wenn ein Roboter hier steht und muss den Raum verlassen, der hat ein Problem. Der wird ewig brauchen, weil das sieht nicht wie eine Türe aus, insbesondere wenn es offen ist. Ja? Das sind so banale Dinge, die wir gar nicht als intelligent erachten, aber mit denen kämpfen wir heute in der KI und in der Robotik. Einfache Alltagsprobleme lösen und lernen. Die Lernfähigkeit, die Adaptivität, die wir Menschen haben, das fehlt den Maschinen auch noch. Und das ist übrigens mein zentrales Forschungsgebiet, maschinelles Lernen. Das mache ich eigentlich seit fast 30 Jahren. Ja? Genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, die nächste Frage. Und das Lernen, das ist zentral für KI. Und das sehen wir auch heute. Die großen Erfolge, die wir die letzten Jahre haben, das ist alles, hat alles mit Machine Learning zu tun in der KI. Ja? So, was ist Lernen? Hier vier so klassische Lernaufgaben. Überlegen Sie sich mal kurz, welche Sie als schwierig erachten würden und welche als leicht. Ja? Ich sage Ihnen, wie es für mich aussieht. Diese beiden, die mag ich gar nicht, die anderen beiden schon eher. Ja? Und jetzt, und das Wichtige ist aber, es geht ja jetzt um künstliche Intelligenz, das heißt, die Frage ist, was mag der Computer lieber? Und hier ist die Antwort ganz simpel. Ja? Die ersten beiden sind trivial, Dateien abspeichern und das war's. Ja? Und die beiden, die sind richtig schwierig. Ja? Die sind richtig schwierig. Ja? Schauen Sie, man sieht schön den Unterschied. Hier geht es nur darum, irgendwelche Fakten in einer Datei zu speichern. Ja? Und worum geht es denn hier und hier? Reden wir kurz über Mathematik. Dritte Klasse Grundschule, schriftliches Dividieren, ja, ist dran in der Mathematik. Wie läuft es? Wir könnten es eigentlich schön sauber machen. Der Lehrer geht hin und schreibt einen Algorithmus an die Tafel und sagt, Schüler, jetzt bitte ausführen. Ja? Bloß das ist irgendwie zu früh, das checken die noch nicht in der dritten Klasse, dass die da Programme lesen und ausführen können. Ja? Wie läuft es ab? Der Lehrer, der macht einfach an der Tafel ein paar Beispiele vor, in der Hoffnung, dass die Schüler dann in der Hausaufgabe das 20 Mal nachmachen können. Ja? Und ein halbwegs intelligenter Schüler, der hat es vielleicht noch 20 Mal drauf. Ja? Der hat vielleicht 5 Beispiele in der Schule gesehen, dann 20 Mal geübt. Das heißt, er hat 25 Beispiele gesehen und dann kann er's. Und schauen Sie, das ist ein total genialer Schritt, der hier drin abläuft. Ja? Das ist, da passiert was Wunderbares in unserem Gehirn. Und zwar passiert da ein sogenannter Induktionsschluss, nämlich Induktion von 25 gesehenen Beispielen auf unendlich viele Beispiele. Weil dann, wenn es Klick gemacht hat bei mir, das ist der Punkt, wo ich jede schriftliche Divisionsaufgabe dieser Welt lösen kann, wenn sie lösbar ist. Ja? Das heißt, dann kann ich unendlich viele Probleme lösen. Ich sehe endlich viele, ganz wenige Beispiele und dann kann dann generalisieren auf unendlich viele. Und das ist das Spannende und daran forschen wir seit 30 Jahren. Und ich kann sagen, wir haben seit 30 Jahren gute Erfolge zu vermelden und ein paar Sensationen in den letzten 5 Jahren, die ich jetzt dann zeigen werde. Übrigens beim Skifahren genau das Gleiche. Ja? Ich mache einen Skikurs, der Skilehrer macht es ein paar Mal vor, ich mache es ein paar Mal nach. Das heißt, ich probiere es vielleicht 50 Mal aus. Und dann ist der Skikurs vorbei und dann übe ich selber, generalisieren. Und übrigens der Hang dann beim nächsten Mal, der sieht völlig anders aus und der Schnee ist wieder ganz anders und so weiter. Also auswendig gelernt, das geht auch beim Skifahren nicht. Ja? Gut, ganz grob die Idee beim Lernen. Ja? So, jetzt haben wir verschiedene Arten des Lernens, zum Beispiel Lernen durch Demonstration. Das haben wir gerade gesehen, schriftliches Dividieren, Lehrer macht vor, Schüler macht nach. Ja? Dann haben wir Lernen durch Verstärkung. Das ist die viel schwierigere Art, gerade beim Skifahren. Also, ich habe jetzt eben leider keinen Skilehrer. Das heißt, ich gehe auf die Piste und fahre einfach los und dann passiert vielleicht sowas. Das nennt man negative Verstärkung. Ja? Oder, das geht so, mein Sohn am Pit steint und das ist super geil. Das nennt man positive Verstärkung. Ja? Und daraus lernen wir. Und das ist natürlich noch viel schwieriger, weil da ist kein Lehrer da, der mir zeigt, wie es geht. Ich probiere ewig rum. Und ich kann Ihnen sagen, ohne Lehrer, bis man so weit ist, das dauert eine Zeit lang. Ja? Und das nennt man Lernen durch Verstärkung.
Sie sehen vielleicht den Unterschied. Es ist ein Riesenunterschied, ob mir es der Lehrer vormacht oder ob ich durch bloßes Probieren und sehr viel Intelligenz da oben drin es schaffe, dass es am Ende dann doch funktioniert. Also das ist die viel schwierigere Aufgabe. Und damit starten wir jetzt einmal. Ich habe hier meinen kleinen Demonstrationskrabbler mitgebracht. Das ist so ein ganz kleines Roboterchen, der hat hier zwei Gelenke, die er bewegen kann. Da hinten hat er zwei Räder. Und das Ziel ist, dass der quasi mit dem einen Bein lernen kann, sich vorwärts zu bewegen. Da ist nichts fertig programmiert. Das heißt, er weiß nicht, was er tun muss, um irgendwie vorwärts zu kommen. Am Anfang probiert er zufällig aus, sammelt dann Feedback von der Umgebung. Das Feedback sammelt er über diesen Encoder. Das ist wie so ein kleiner Fahrradtacho, der misst, wie schnell sich der Roboter vorwärts oder rückwärts bewegt. So, und jetzt brauche ich hier Platz, weil da hinten ist die Kamera, die muss diesen Roboter sehen. Sorry, Sie müssen jetzt kurz hier aufstehen. Und die anderen, sie stehen einfach auch auf und kommen ein paar Meter hierher. Und für die, die gar nichts sehen, kommt es nachher noch im Video auch noch. Ja? So, ich stelle den jetzt einfach hier auf den Boden und schalte ihn ein. Stehen Sie einfach auf. So, jetzt macht er ein paar zufällige Bewegungen. Und schon hat er es drauf. Sehen Sie, der bewegt sich jetzt schon vorwärts. Der hat innerhalb von diesen 10 Sekunden etwa jetzt schon eine Bewegungsstrategie gelernt, um vorwärts zu kommen. Ja? Er optimiert es noch weiter. Sie sehen, der ändert noch ein bisschen. Das wird vielleicht jetzt noch besser. Genau, es wird jetzt noch besser. So, und jetzt können wir noch Folgendes machen. Ich kann das Feedback invertieren. Dreimal dürfen Sie raten, was dann passiert. Also invertieren heißt auf Deutsch umkehren. Ja, ist klar, der wird jetzt hoffentlich rückwärts laufen. Ja? Weil jetzt kriegt er positives Feedback beim Rückwärtslaufen und negatives beim Vorwärts. Jawohl. Also das ist noch nicht gut, aber immerhin. Und es wird jetzt besser werden. Okay, ich möchte es abbrechen und jetzt zeige ich noch kurz die Videos für all die, die noch nichts sehen konnten. So, das ist der gleiche in Weiß auf dem Bildschirm und Sie sehen schon, hat er es drauf. Ja. Also starten wir mal nochmal. Ah, nee, wir müssen, sorry, das ging nicht ganz von Anfang. Jetzt, okay. So, jetzt geht's los. Jetzt macht er Zufallsbewegungen. Und sammelt natürlich noch kein Feedback. Ja? Jetzt sammelt er Feedback. Und zwar vorwärts und rückwärts. So, und jetzt hat er's. Okay. So, und jetzt schauen wir das Gleiche nochmal an. Nichts geändert, außer dass der Tisch nass geworden ist. Und jetzt wissen Sie, was maschinelles Lernen heißt. Ja? Und jetzt wissen Sie auch, was der Unterschied ist zum Programmieren. Wenn ich einen Programmierer hinsetze und sage ihm, programmieren Algorithmus, dass der Roboter läuft, das ist nicht schwierig, das hat der schnell drauf. Aber der Programmierer, der weiß nicht, wie sich der Untergrund anfühlt. Der wird vielleicht ein Programm für den trockenen Tisch schreiben, aber das wird auf dem nassen Tisch nicht funktionieren. Und dann wird er dastehen und wird sich überlegen, ja, was machen wir denn jetzt? Und ich weiß nicht, wie lange der Programmierer brauchen würde, bis er auf die Idee kommt. Und das ist eben das Tolle, die Adaptivität an die Umgebung sich anpassen. Das ist maschinelles Lernen. Und damit erzielen wir jetzt in den letzten 5 Jahren ganz tolle Erfolge. So, machen wir weiter. An welcher Stelle macht er das, der Computer? Also an
An welcher Stelle? Schauen Sie an der Stelle. Das ist der Atmega 32 Mikrocontroller und da drin läuft das Programm. Ist damit Ihre Frage beantwortet? Nein, natürlich nicht. Ja? Sie wollen den Source Code, den Quellcode von dem Programm sehen. Den kann ich Ihnen auch auflegen, aber da können Sie auch nichts damit anfangen. Ich sage Ihnen, womit Sie was anfangen können. Kommen Sie nächsten Montag um 8 Uhr in meine Vorlesung über künstliche Intelligenz und bleiben Sie bis zum Ende vom Semester dabei, dann wissen Sie, wie es geht. Ja? Sorry, es tut mir leid. Diese Algorithmen, die sind absolut nicht trivial. Ja? Also da braucht man entsprechende Mathe und Vorkenntnisse. Also ein Stichwort heißt Dynamic Programming, das hilft Ihnen auch nichts, sorry. Ja? Wie gesagt, kommen Sie einfach nächsten Montag. Ja? Sie sind herzlich willkommen, Sie brauchen sich nicht anzumelden, im Hörsaal L028 nächsten Montag, 8 Uhr. Okay? So, nächste Frage. Wenn wir alle am nächsten Montag um 8 Uhr da sind. Dann improvisiere ich so wie jetzt auch, keine Sorge. Ja? Ist jemand von der Schwäbischen Zeitung da? Weil der kann ja dann am Montag auch gleich mitkommen. Ja? Schade, ich habe die Schwäbische eingeladen. Gut. So, jetzt ganz andere Baustelle. Das sind im Wesentlichen die zwei Projekte, über die ich heute, drei Projekte erzähle ich, ganz kurz. Ja? Weil eigentlich geht es ja um KI und Gesellschaft, aber ein bisschen Eindruck möchte ich vermitteln, was da so abgeht in der KI. Der Kerl hier, das ist der Marvin, unser Service-Roboter, der hat eigentlich seit 2 Wochen ausgedient, weil der ist entwickelt worden in einem 3-Jahres-Projekt mit diesem Namen und hat diesen Sommer im August und übrigens heute nochmal, meine Jungs sind jetzt gerade beim KBZO und machen mit dem Marvin mit ein paar schwerbehinderten jungen Männern Feldtests. Ja. Das sind die letzten Experimente, die wir durchführen. Ich war heute Nachmittag nochmal dort und es ist einfach toll zu sehen. Also das Bild ist übrigens auch am KBZO aufgenommen. Toll zu sehen, wie das bei den Jungen ankommt. Also die sind total begeistert. Da ist einer dabei, der will gar nicht mehr weg von dem Roboter. Ja? Der will dauernd mit dem Roboter spielen. Aber es geht nicht um Spielen. So ein schwerstbehinderter Jugendlicher, der hat eine spannende Zukunft vor sich. Ja? Wenn der weiß, er wird sein ganzes Leben lang sich nie bewegen können, dann ist es für den quasi der Ersatzkörper. Ja? Das ist für ihn der Avatar. Vielleicht haben Sie den Film gesehen. Ja? Und das ist eine Chance für solche Leute. Und wir haben in dem Projekt untersucht, wie das bei den Menschen ankommt. Habe ich ja gerade schon gesagt. Ich meine, es ist klar, sehr alte Leute, um die 80, die haben vielleicht ein bisschen Berührungsängste. Die haben auch ein bisschen ein Problem, einen Tablet-Computer zu bedienen als Schnittstelle und so weiter. Aber wir haben auch eine Sprachschnittstelle zu dem Roboter. Also genau, vielleicht starte ich hier gerade mal das nächste Video. Das ist ein Video, das der ORF bei uns aufgenommen hat. Künstliche Intelligenz an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Marvin. Ich bin ein Assistenzroboter. Marvin ist zwar erst 1 Jahr alt, aber er lernt unheimlich schnell. Menschen mit Behinderung soll Marvin das Leben erleichtern. Hallo Marvin. Das ist bei uns im Labor. Das Besondere an Marvin, im Gegensatz zu Industrierobotern, kann er seine Umwelt wahrnehmen und entsprechend reagieren. Das war übrigens seine interne Simulation der Welt. Er muss in der Lage sein, zum Beispiel die Menschen in seiner Umgebung zu erkennen. Und er muss natürlich auch Objekte erkennen können. Wenn der jetzt die Milch aus dem Kühlschrank holen soll, dann muss er natürlich wissen, was Milch ist. Der muss die Milch erkennen, der muss den Kühlschrank öffnen können. Der muss die Wohnung kennenlernen. Der muss auch merken, wenn die Wohnung sich verändert hat. Doch nicht nur das. Marvin ist eine lernende Maschine. Das Institut für künstliche Intelligenz in Weingarten ist weltweit mit an der Spitze auf dem Gebiet des maschinellen Lernens. Sprich, ich mache dem Roboter was vor, ein paar Mal, und der kann das dann nachmachen, und zwar, und jetzt wieder der Unterschied zur Industrierobotik, der kann das dann nachmachen in völlig neuen Szenarien. Aber Marvin kann sich nicht nur unfallfrei durch die Gegend bewegen, er kann auch Gespräche führen. Wie kann ich dir helfen? Wie viel Uhr ist das? Es ist 12:21 Uhr. Wie wird das Wetter morgen?
Wir Roboter bleiben am liebsten im Haus. Da interessieren wir uns nicht so sehr für das Wetter. Bis zur Serienreife ist es jedoch noch ein langer Weg. Was wir hier entwickeln, ist ein Prototyp. Das ist wirklich noch weit davon entfernt, ein serienreifes Produkt zu werden. Das ist auch was, was wir als Forschungseinrichtung überhaupt nicht leisten können. Wir zeigen im Prinzip auf, was geht. Und wenn alles funktioniert, soll Marvin schon in einem Jahr in einer echten Wohnung unter realen Bedingungen getestet werden. Viele Grüße aus Weingarten und damit gebe ich zurück ins Studio nach Dornbirn. Okay. In dem Video ist jetzt schon angesprochen worden, dieses Lernen durch Demonstration. Ich mache es vor, der Roboter macht es nach. Das werden wir gleich sehen, da zeige ich Ihnen auch noch ein Video, wie das geht. Aber davor möchte ich nur kurz, ich habe es erwähnt, der hat so eine interne Simulation. Das heißt, der simuliert, wenn der zum Beispiel was greifen soll, simuliert der das vorher, um zu testen, geht das überhaupt, und dann führt das durch. Und übrigens das, was im Prinzip alle Service-Roboter-Institute machen mit ihren Robotern, nicht nur wir. Und die TU Berlin, die hat das auch gemacht vor 2 Jahren oder so. Und dann kam in einer großen deutschen Zeitung plötzlich die große Schlagzeile: Service-Roboter an der TU Berlin hat Bewusstsein. Ja? Und viele Leute würden das tatsächlich als Bewusstsein verstehen. Ich würde sagen, da gehört noch mehr dazu. Aber ich meine, man liest ja oft von Spiegelneuronen. Und was machen denn diese Spiegelneuronen in unserem Gehirn? Die machen genau sowas. Die simulieren vorweg, was würde denn passieren, wenn ich jetzt das tun würde? Oder was denkt denn der andere über mich und solche Dinge? Ja? Also ein bisschen Richtung Bewusstsein kann man, wenn man will, sagen, geht es schon. Aber wirkliches Bewusstsein ist natürlich deutlich mehr als das. So, nächste Folie. Jetzt schauen wir uns an dieses Lernen durch Demonstration. Ja? Und da starten wir auch gleich das Video. Hello everybody. Welcome to the Service Robotics Lab. Das ist der Richard Schubeck, der sitzt da an der Türe. What do you want me to do? Make coffee. You want me to make coffee? I do not know how to do this yet. Please show me. Place the objects for the first demonstration. Tell me when you have finished. Finished. Let me have a look. Okay, I found some objects. Now tell me when you are ready to demonstrate the task. Ready. Please demonstrate the task after the signal and tell me when you have finished. Das, was er jetzt macht, das nennt man Kinesthetic Teaching, und das macht es dem Roboter leichter, das hinterher nachzumachen, als wenn er es mit der eigenen Hand vormacht. Ja? Insbesondere was die Objekterkennung betrifft und so weiter, wird die Sache dadurch einfacher. Finished. Okay, I have recorded the task demonstration. Do you want to do another demonstration? Yes. 3 Mal ist es jetzt vorgemacht worden. Ja? No more demonstrations. One moment, please. I will now learn the task. Wonderful. Now I'm able to make coffee. Next time I will know what you mean. Well, that's it. What shall I do next? Make coffee. You want me to make coffee? Let me have a look. Okay, I found some objects. Now I'm going to make coffee for you. Okay, das war's.
Sorry, ich muss mich jedes Mal entschuldigen für dieses Video und ich hätte das schon lange ersetzen müssen, denn in diesem Video ist beim Nachmachen der Becher genau an der gleichen Stelle wie bei dem einen Mal Vormachen, das man gesehen hat. Das ist ein reiner Zufall, es tut mir leid, wir müssen da mal ein besseres Video nehmen, denn der Unterschied zum klassischen Industrieroboter, die Industrieroboter haben heute alle auch so eine Teach-In-Möglichkeit. Ja? Das heißt, ein Trainer führt da den Arm entsprechend und so weiter. Und dann der Industrieroboter, der macht es dann exakt auf Hundertstel Millimeter genau nach und trägt auch noch schwere Lasten und so weiter. Und der Unterschied hier ist, der macht es nicht auf Hundertstel Millimeter nach, weil das wollen wir ja gar nicht. Denn wir wollen generalisieren. Das heißt, egal wo der Becher steht, egal wo die Kaffeemaschine steht, er hat das Konzept gelernt. Und das ist der Unterschied. Der Industrieroboter, der fährt total dumm eine feste Trajektorie immer nach. Und hier passiert tatsächlich Generalisierung. Das muss ich einfach noch dazu sagen. Frage? Wie regeln Sie die Kraft in der Greifzange? Da wird gar nichts geregelt, der greift einfach zu. Das heißt, ein weiches Ei zerdrückt er vielleicht. Also dieser, wobei das Video ist, wie alt ist das, Richard? 5 Jahre mindestens, oder? Ja. Ich meine, wir haben heute auch Robotergreifer, die die Kraft regeln können, die auch die Kraft spüren. Der konnte das noch nicht. Ja? So. Gut, also, lernen durch Demonstration und lernen durch Verstärkung, haben wir jetzt beides gesehen. Und wir sollten auch demnächst mal, das ist noch die alte Kate, der Vorgänger von Marvin, das jetzt endlich mal auf den Marvin auch noch zum Laufen bringen. Gut, ja, genau, hier an der Stelle, wenn wir jetzt bei der Service-Robotik waren, ein kleiner Verweis auf Robert und Frank. Das ist ein Kinofilm, den habe ich einmal gesehen und den müssen Sie irgendwann einfach einmal anschauen. Ein wunderbarer Kinofilm. Man kann keine bessere Werbung für Service-Robotik machen als in dem Film. Ein alter Mann, der schon leicht dement ist, kriegt einen Service-Roboter geschenkt, ist erst einmal sehr skeptisch, aber nachdem der nach der großen Party die Sauerei aufgeräumt hat nachts, keine Skepsis mehr, kein Problem mehr. Ja? Der Film ist richtig schön und lustig. Also da sieht man die positiven Seiten der Service-Robotik. Ja? Gut, jetzt ein kleiner Verweis auf eines unserer neuen Projekte, intelligenter Rollator. Da geht es um die Rollatoren der Zukunft. Stellen Sie sich vor, ein Altersheim, wo sich die Alten alle zum Mittagessen treffen, 100 Leute in so einer Mensa und jeder kommt mit einem Rollator daher. Stellen Sie sich das einmal vor. Und dann ist da zwischen den Tischen, wo da 10 Leute sitzen, stehen dahinter 10 Rollatoren, die Leute sind alle gebrechlich, volles Chaos. Wir bauen den Rollator, der intelligent ist. Das heißt, die Person fährt dann zum Essen, drückt auf den Knopf, der Rollator fährt auf den Rollatorparkplatz und da können die Rollatoren sich dann ruhig unterhalten, eine halbe Stunde. Und wenn der mit dem Essen fertig ist, dann kommt der Rollator wieder zurück, holt ihn wieder ab, bringt ihn zurück ans Bett. Wenn zum Beispiel die Person nachts aufs Klo muss, dann drückt sie auf den Knopf, der Rollator kommt ans Bett, richtige Position, holt die Person wieder ab. Wenn die Person ein Problem hat, zum Beispiel Parkinson-Person hat Freezing of Gait-Syndrom, das merkt er, weil der erstellt sich ein Nutzermodell, der lernt den Benutzer kennen. Die Idee ist, dass wir, also das Projekt haben wir noch nicht angefangen, aber wir wollen das so machen mit Ultraschallsensoren, lernt der Roboter das Gangverhalten der Person kennen und wenn das zu stark abweicht, wenn die Person zum Beispiel hinfällt oder plötzlich anfängt zu zappeln oder sowas, dann merkt er das und dann wird zum Beispiel eine Meldung an die Leitstelle rausgegeben. Auch soll der Rollator sich anpassen können an das Gangverhalten der Person, je nachdem, ob die Person langsam läuft und, oder öfter mal eine Pause macht und so weiter. Ganz tolle Sache, wird ein großer Gewinn sein. Ich werde wahrscheinlich in 30 Jahren davon profitieren können und verschiedene andere vielleicht auch. Ja? Genau. Aber, und jetzt an der Stelle muss ich mal eine Warnung loswerden. Achtung, Big Brother. Ich meine, der Roboter erstellt ein Nutzerprofil und das ist vielleicht ziemlich intim. Und der wird vernetzt sein mit der Leitstelle. Das heißt, der ist zumindest im Intranet drin. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass ein Hacker sich da einwählt, was der da alles anstellen kann mit dem Roboter, was der an Informationen abgreifen kann. Und das ist nur eines von 100.000 Beispielen, die wir heute haben. Ihr Smartphone und so weiter, Internet der Dinge,
Und da möchte ich, und an der Stelle natürlich sofort wieder verweisen auf unsere Nacht der Informatik, weil bezüglich Car Security ist das Thema. Und das ist ein total heißes Thema, nicht nur bezüglich Autos. Und das ist eines der ganz heißen Themen, was KI und Automatisierung heute betrifft. Ja? Weil, stellen Sie sich einmal vor, wir haben eine Flotte von Roboterautos, Millionen Roboterautos, und ein Hacker kommt in diese Flotte rein. Was der da anstellen kann. Ja? Und nicht nur bei den Roboterautos, Energieversorgung, alles. Ja? Wir bilden hier die IT-Security-Leute aus. Wir haben einen ausgewiesenen Fachmann, den Kollegen Eckendorfer, und das ist immens wichtig. Ja? Wir brauchen also in der Zukunft, wir brauchen die KI-Spezialisten, aber genauso brauchen wir die IT-Security-Spezialisten, weil diese vernetzten Systeme sind dermaßen anfällig. Lesen Sie das Buch Blackout. Ja? Das ist interessant. Wenn Sie das mal gelesen haben, geht es um einen Stromausfall in ganz Europa. Ja? Und was dann passiert. Das ist kein Spaß mehr, das kann ich Ihnen sagen. Ja? Und zwar Stromausfall über vernetzte Stromzähler quasi ausgelöst. Ja? Okay, also das ist eines der Themen, mit denen unsere Gesellschaft umgehen muss. Und an der Stelle können wir froh sein, dass wir in Deutschland leben, weil in Deutschland gibt es Datenschutzgesetze und Datenschutzbeauftragte. In den USA gibt es das nicht. Ich habe gestern gehört, wie die Clinton-Partei die letzten Wähler versucht hat zu mobilisieren. Also das hat mit Datenschutz nichts mehr zu tun. Die haben im Detail Profile von den Leuten runtergeladen, wussten schon ganz genau, auf was die ansprechen müssen und so weiter. Also, und das ist ein immens wichtiges Thema. Datenschutz und IT-Security. Okay, gut. Weitere KI-Anwendung hat jetzt mit Robotik nichts mehr zu tun. Das habe ich 2012 in meinem Forschungssemester bei der Firma Festo gestartet. Lernfähige Diagnose von Maschinen. Auch da ist eine Revolution im Gange. Wenn Sie das anschauen, das ist so eine pneumatische Produktionsmaschine bei Festo. Ja? Und wenn Sie von Pneumatik nichts verstehen, stellen Sie sich vor, die würde elektrisch funktionieren, kommt das Gleiche raus. Ja? Eine ganz komplexe Maschine mit ganz vielen Elementen und Einheiten. Und da braucht man natürlich eine Diagnosefunktionalität, weil wenn da was kaputt geht in der Maschine und die läuft weiter, dann sind vielleicht zigtausende oder hunderttausende Euro ganz schnell kaputt. Ja? Und klassisch läuft es so bei Festo, ich habe mit den Ingenieuren geredet, da sitzen dann drei Ingenieure für 5 Jahre da und bauen ein mathematisches Modell von der Maschine, bauen einen Überwachungsrechner dazu, bauen hunderte von Sensoren in die Maschine ein. Das ist wahnsinnig teuer. Das kann sein, die Maschine kostet vielleicht 100.000 Euro, aber das Diagnosemodell dazu noch mal eine 500.000. Ja? Wenn Sie die Arbeitszeit von den Ingenieuren noch rechnen und so weiter. Ja? Und was wir da gemacht haben ist, wir machen diese Diagnose umsonst heute mit Machine Learning. Ja? Und das ist nicht übertrieben. Wir haben einen Lernalgorithmus entwickelt, der hat einen einzigen Sensor. Der misst nur den gesamten Luftdurchfluss. Also im Fall von Elektrik würden wir den Stromverbrauch messen. Ja, wie viel Watt verbraucht die Maschine über der Zeit? Und dieser Energieverbrauch ist hier aufgetragen. Nach rechts die Zeit, nach oben der Luftdurchfluss, also der Energieverbrauch grob. Ja. Und dann sehen Sie so ein komplexes Muster. Und was man auch sieht, das ist nicht periodisch. Hier sieht es zwar ein bisschen aus, wie wenn es periodisch wäre, aber da sieht es wieder ganz anders aus. Ja. Das heißt, mit so einfachen klassischen Methoden zu sagen, ich speichere mir da eine Periode und dann schaue ich halt, ob es gleich aussieht. Das geht nicht. Ja? Das ist ganz komplexes Pattern-Matching. Und wenn ich die menschlichen Experten frage, die checken das auch nicht. Ja? Wir haben unseren Lernalgorithmus darauf angewendet. Und zwar, es kommt noch dazu, die Maschine soll Gutbetrieb von Fehler unterscheiden können. Die Jungs bei Festo haben gesagt, nö, du kriegst keine Fehler zum Sehen. Ich muss ja meinen Algorithmus trainieren. Und da habe ich gesagt, der Algorithmus muss die Maschine im Gutbetrieb sehen und im Fehlerbetrieb. Die haben gesagt, Fehler kriegst du nicht, viel zu teuer. Weil die Maschine, die ist so teuer, wenn wir die eine halbe Stunde im Fehlerbetrieb laufen lassen, nö, das kriegst du nicht. Dann habe ich nur Daten im Gutbetrieb gemacht. Das nennt man dann One-Class-Learning oder in der Statistik heißt es Outlier-Detection. Also wir wollen Ausreißer sehen. Wir lernen die Maschine kennen im Gutbetrieb. Wir sehen so ein Profil über eine gewisse Zeit, sagen wir 2 Stunden. Und in der Zeit lernt die Maschine, lernt unser Algorithmus die Maschine im Gutbetrieb kennen. So. Und dann ist er in der Lage,
Ausreißer festzustellen und dann Fehler zu melden. Natürlich weiß der dann nicht, welcher Fehler es ist, ist ja klar, weil wenn die Information gar nie gekommen ist, aber das wollen die auch gar nicht. Die Festverjungs, die wissen gar nicht, welche Fehler da auftreten können, weil da gibt es unendlich viele potenzielle Fehler, die wissen da gar nichts drüber. Die wollen nur wissen, da ist ein Fehler, dann wird die Maschine gestoppt und dann geht der Techniker ran und repariert. Wir sparen immens viel Geld ein und wir machen sogar Ingenieure arbeitslos an der Stelle. Ja? Das muss man ganz klar sagen. Wir machen an der Stelle Ingenieure arbeitslos. So, gut, jetzt ein paar aktuelle Schlagzeilen und die sind jetzt nicht aus meinem Labor, sondern das ist von der weltweiten KI-Community. Sie sehen die Jahreszahlen 2014, 15 und 16. In den letzten 3 Jahren ging es richtig ab. Und da muss man sagen, es ist ein Durchbruch passiert und das Stichwort heißt Deep Learning. Das ist das wesentliche Stichwort. Ja? Und darüber sage ich jetzt ganz kurz ein paar Worte. Und wieder muss ich sagen, Sie müssen in meine Vorlesung kommen. Übrigens zu Deep Learning müssen Sie die KI-Vorlesung das ganze Semester besuchen und nächstes Semester dann in die Vorlesung lernfähige Roboter kommen und dann haben Sie es. Ja? Okay. Deep Learning, so sieht es aus. Ja? Das sind jetzt neuronale Netze, ja? Also so ganz grob und von unserem Gehirn abgeschaut. Da gibt es so Lagen mit Neuronen und diese Lagen sind dann voll vernetzt, verbunden über Gewichte und übrigens heute bis zu 1000 Lagen. Das war für mich auch neu, habe ich diesen Sommer auf der Machine Learning Konferenz in New York gelernt. Genial! Ein Japaner hat erzählt, wie man bis zu 1000 Lagen Netze tatsächlich effizient lernen lassen kann. Bis vor ein paar Jahren war bei 3 Lagen Schluss, weil dann hat nichts mehr konvergiert, dann haben wir volles Chaos gehabt. Die wissen jetzt, wie es geht mit bis zu 1000 Lagen. Ja? So, und das Interessante ist, wir haben hier unten einen Teil, der macht Lernen ohne Lehrer. Das ist so, stellen Sie sich ein Baby vor, das vielleicht ein paar Wochen alt ist, und das liegt einfach auf dem Wickeltisch und guckt die Welt an. Das guckt bloß die Welt an, niemand erklärt ihm was. Und wissen Sie, was das Baby da macht? Diese Lagen, diese Merkmalsschichten im Gehirn von dem Baby, die nehmen einfach Eindrücke wahr. Und wenn das Baby halt, wie das normal ist, oft seine Mutter und den Vater und Geschwister, also viele Menschen sieht, dann wird es im Gehirn eine Repräsentation für Gesichter entwickeln. Und das ist der Grund, weshalb wir menschliche Gesichter so gut voneinander unterscheiden können und Katzengesichter eben nicht so gut, weil wir als Baby halt nicht so viele Katzen sehen. Wir haben mal ein Experiment, wir lassen ein Kind nur mit Katzen aufwachsen und nicht mit Menschen und dann... Okay, das passiert in diesen Lagen und das ist immens wichtig. Das war letztlich der Durchbruch, der passiert ist in den letzten 5 Jahren. Ja? Davor... Wir machen schon ewig Backpropagation, das habe ich schon vor 30 Jahren gemacht. Aber da haben wir hier gestartet, wir haben einen Lernalgorithmus benutzt und diese Algorithmen, die funktionieren nur mit relativ kleinen Inputvektoren. Das heißt, ein Pixelbild mit 1 Million Pixel kann ich da nicht eingeben. Da können die Algorithmen nichts damit anfangen, da lernen die nichts, da konvergieren die nicht, da geht nichts. Hier kann ich unten ein Pixelbild anlegen. 1 Million Pixel haue ich da rein und dann bilden sich da Merkmale, wie bei dem Baby. Das Baby, das lernt Merkmale, zum Beispiel eine Nase oder 2 Augen im Gesicht. Solche Merkmale lerne ich in dieser Phase über diese Merkmalsschichten und das haben wir jetzt drauf. Und das ist die Revolution in der KI momentan. Absolut, weil jetzt können wir Mustererkennung machen, wir können Gesichter erkennen, wir können Bilder erkennen, wir können Bilder klassifizieren. Ich sage Ihnen eins, natürlich haben wir hier auch Vorlesungen über Bildverarbeitung. Ich bin zu den besten Bildverarbeitungsfirmen auf den Konferenzen gegangen, habe gesagt, wann liefert ihr mir endlich einmal, was das Gesichter erkennen kann. Halcon, super teure Software, nichts, nichts. Gar nichts. Natürlich benutzen die jetzt auch Deep Learning, aber die klassischen Algorithmen, da geht nichts. Deep Learning, das ist der Durchbruch. Und hier zeige ich ein paar Beispiele. Das ist jetzt von einem Projekt bei Google. Hier da oben steht Describes without errors. Also das sind jetzt Bilder und die haben ein Programm, das erste Mal Objekte erkennt auf dem Bild, erster Schritt, und zwar so ein Deep Learning Netz. Und dann kommt ein rekurrentes neuronales Netz, das dann noch Text erzeugt. Dieser geschriebene Text ist von dem Programm erzeugt worden. A person riding a motorcycle on a dirt road. Perfekt beschrieben. A group of young people playing a game of frisbee.
Jetzt nach rechts hin wird es immer schlechter. Also hier ganz rechts, schauen wir mal die Spalte an. Unrelated to the image steht da. Also hat mit dem Bild nichts zu tun. A dog is jumping to catch a frisbee. Na, ein bisschen was hat schon zu tun. Das könnte ein Hund sein hier. Ja? Und das finde ich hochinteressant. A refrigerator filled with lots of food and drinks. Also ein voller Kühlschrank. Und das hat eine gewisse Ähnlichkeit, weil das ist genauso chaotisch wie ein voller Kühlschrank. Ja? Oder hier, a yellow school bus parked in a parking lot. Ja? Also Sie sehen, es ist noch nicht perfekt, aber wenn Sie die anderen Spalten anschauen, hier zum Beispiel, a red motorcycle parked on the side of the road, das ist gar nicht so schlecht. Ja? Somewhat related to the image. Und das ist der Durchbruch in der KI. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn wir das in unsere Service-Roboter einbauen, dann erkennen die plötzlich die ganze Welt und können sie analysieren und damit umgehen. Natürlich brauchen wir noch ein paar Jahre, bis das perfekt funktioniert. Aber Sie können sich vorstellen, was die ganz großen, fetten Konzerne, Google, Facebook und Co., was die gerade machen. Ne? Ich weiß, dass die das tun, sie erzählen mir leider die Details nicht, aber in ein paar Jahren wird, ich vermute, Google als erster beim Mediamarkt einen fertigen Service-Roboter für 5.000 Euro verkaufen. Also sowas wie der Marvin, bloß viel besser noch, weil Google investiert etwa ein Faktor 1.000 bis 10.000 mehr Geld, als ich hier habe mit meinen paar Hanseln im Institut. Und dann kommt was richtig Cooles raus. Ja? Also da können wir drauf warten. Ich schätze, in 5 Jahren, vielleicht sind es ein paar Jahre mehr, werden wir die coolen Service-Roboter ganz günstig am Start haben. Ja? Und die werden weggehen wie die warmen Semmeln. Und zwar nicht bei den Alten und Behinderten, weil da muss die Krankenkasse erst nur ein paar Jahre die Bürokratie wälzen und so weiter. Ja? Sondern die Yuppies werden die natürlich kaufen, das ist ja klar. Ja? Die, die viel Geld und keine Zeit haben, werden sich die Dinger in die Wohnung stellen. Ja? Okay. Das war jetzt auch so ein Highlight dieses Jahr im Januar. Google hat ein Go-Programm, das den besten Go-Spieler auf der Welt besiegt hat. Das heißt, das ist jetzt Kasparov 2.0, also praktisch. Das, was im Schach 1997 mit dem Kasparov passiert ist, haben wir jetzt in Go. Keiner hat geglaubt, dass wir das so schnell schaffen. Und warum haben wir es geschafft? Weil Go ist viel komplexer. Das geht kombinatorisch, so wie Schach überhaupt nicht. Das geht mit Pattern Matching, mit Mustererkennung. Da geht es um Muster und weil die Mustererkennung mit Deep Learning jetzt so gut funktioniert, das Paper übrigens von Google, von Silver et al., das hat etwa 20 Autoren, da hat Google richtiges Engineering gemacht. Die haben keine Grundlagenforschung gemacht, die haben alles zusammengebracht, die besten Experten gekauft, zusammengebracht, 3 coole, schwierige Teilgebiete zusammengebracht und dann das Go-Problem gelöst. Das ist auch total beeindruckend, ich muss sagen, sensationell, was da jetzt passiert ist. Ja? Also dieses Spiel Go, das hat man bis vor kurzem für fast unlösbar für Computer gehalten. Okay, und jetzt die nächste Sensation. Kreativität. Das war auch, ich habe selber bis vor kurzem gesagt, nö, da sind wir noch weit weg, dass KI-Programme kreativ werden. Und das haben wir jetzt auch schon, also nicht perfekt, aber total beeindruckend. Schauen Sie mal das an. Das ist ein Picasso. Ja? Okay. Und das hier, das ist ein Foto von einem alten Mann. Und jetzt haben diese Jungs hier, Gattis et al., sind übrigens Forscher aus Tübingen, haben ein Programm geschrieben, das im Stil von Picasso dieses Bild malt. Ist das nicht cool? Und übrigens von den gleichen Autoren mit dem gleichen Programm zeige ich jetzt noch ein paar Bilder. Das ist eine Ansicht von Tübingen und das ist jetzt Tübingen im Turner-Style und das ist Tübingen im Van Gogh-Style und das ist Tübingen im Munk-Style. Ja? Ist das nicht genial? Ich habe übrigens gerade einen Studenten am Start. Ich will eigentlich schon seit Jahren was anderes machen und das macht er gerade für mich. Und zwar, was mir daran nicht gefällt, ist, die verwenden praktisch zum Training ein Bild mit Inhalt und ein Bild mit Stil. Aus diesen beiden Bildern entsteht das und aus den beiden entsteht das. Ja? Ich will, dass einer malen lernt,
so quasi die Spätphase von Van Gogh. Und da gibt es ja hunderte Bilder. Und jetzt nehme ich diese hunderte Bilder als Input und lerne diesen verallgemeinerten Stil von der Spätphase von Van Gogh. Da können wir den wieder auferstehen lassen. Und dann sagen wir ihm, und jetzt malst du das. Ja? Und übrigens, was da dahinter steckt, ist auch Deep Learning. Und das ist total abgespaced. Was die da machen ist, also um es kurz zu sagen, die lassen die Deep Learning Netze rückwärts laufen. Weil ich will ja kreativ ein neues Bild erzeugen. Das heißt, ich gehe hin und sage, ich will die Klasse Van Gogh Spätphase haben, dann läuft es rückwärts und unten kommt ein Bild raus. Total verrückt. Natürlich braucht man da ein bisschen Mathe und so, das ist nicht so ganz einfach. Auch hier, Sie müssen beide Vorlesungen von mir besuchen und dann können Sie das machen. Der Student, der das gerade macht, das ist genauso einer. Ja? Und davor müssen Sie natürlich noch ordentlich Mathe studieren und ein bisschen programmieren lernen. Ja? Okay, so. Jetzt habe ich über die Inhalte der KI erzählt. Ja? Mehr gibt es heute nicht. Ich könnte nur über viele weitere neue Projekte erzählen. Übrigens, es geht richtig ab. Ich habe zurzeit gerade 4 neue Projekte am Start. Alle total cool und interessant. Über die sage ich jetzt nichts, sondern ich möchte jetzt ein bisschen über die Zukunft der KI reden. Und zwar auf White But Why, schauen Sie da mal hin, das ist ein ganz cooler Blog mit hochinteressanten, teilweise verrückten Artikeln. Und da gibt es eben einen Artikel mit dem Titel The AI Revolution. Das ist vielleicht schon ein bisschen visionär, aber wir sollten auch mal ein bisschen visionär sein, um uns vorstellen zu können, was denn so passieren wird in der Zukunft. Übrigens, vielleicht könnte man die Tür mal wieder ein bisschen aufmachen. Und der hat da diese Kurve nach rechts die Zeit aufgetragen und nach oben Human Progress, also quasi die Entwicklung der Forschung. Ja, über, ich weiß es nicht, wie viele Jahre man sich da vorstellen könnte, vielleicht ein paar tausend Jahre. Und klar, es ging immer schneller, das wissen wir, die Forschung wird immer schneller. Und wir stehen jetzt irgendwo hier. So. Und erst einmal redet der ein paar Seiten drüber. Ja, jetzt machen Sie mal eine Prognose. Wie wird es denn in 10 Jahren aussehen? Wie wird es denn in 50 Jahren aussehen? Und wie macht man das, so eine Prognose? Ja, das ist doch ganz einfach. Man tut so eine Kurve extrapolieren. Ja? Zum Beispiel linear extrapolieren. Das heißt, ich lege hier, ich lege hier eine Gerade an und die wird dann irgendwie so weitergehen. Ja? Und das ist implizit in unseren Hirnen so eingebaut. Ja? Das ist, ich nenne es immer die implizite Linearitätsannahme, die wir irgendwie so mitbringen. Ist gar nicht gut im Studium, weil das ist nicht alles linear. Ja? Aber so machen wir es, weil wir wissen, in der Vergangenheit, die letzten 10 Jahre war es so, jetzt tun wir so, wie wenn es so weitergehen würde. Ja? Und dann kommen wir drauf, oh ja, in den nächsten 50 Jahren wird sich nicht viel tun, da wird es halt ein bisschen mehr werden und so weiter. Aber wenn man sieht, dass das hier sich exponentiell entwickelt, das ist eine Exponentialfunktion und solche Funktionen haben die Eigenschaft, dass sie immer steiler werden. Und so geht das Bild dann weiter in seinem Paper. Na? Und wenn das dann, wenn die Kurve irgendwann senkrecht wird, das nennen wir in der Mathematik eine Singularität, ja? Weil dann geht es ganz schnell gegen unendlich. Ich meine, ob es jetzt wirklich so steil wird oder ein bisschen flacher, das ist ja auch nicht wichtig, da geht es ja nur um das Qualitative. Aber die reden über die Singularität. Ich habe bisher eigentlich immer gesagt, das ist abgespaced, das interessiert mich nicht. Aber durch diese letzten jüngsten Erfolge fange ich auch an solche Dinge zu denken. Und hier kommt jetzt meine Definition von Singularität. Die ist erreicht, wenn die ersten Roboter oder Computer intelligenter sind als wir Menschen. Ja? Und wir sollten anfangen, darüber zu reden. Ich meine, das wird nur länger als 10 Jahre dauern, keine Sorge. Ja? Das wird vielleicht auch noch 100 Jahre dauern, vielleicht wird es nie so weit sein. Ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Aber ich kann es auch nicht ausschließen. Und stellen wir uns einmal vor, in 30 Jahren vielleicht ist es soweit, dass die Roboter intelligenter sind als wir. Und dann, das wird eine heiße Kiste. Weil dann ist es, schauen Sie, wir sind intelligenter als die Tiere. Was machen wir?
wir machen da so Massenschweinehaltung, schneiden denen die Hoden ab und so. Das ist kein so ein Spaß für die Schweine. Wir sind dann die Schweine und die machen mit uns das, was sie für richtig halten. Weil das sind dann die Macher auf der Welt. Ja? Und wir sollten uns vielleicht vorher Gedanken machen, weil wenn in dem Moment, wo der Punkt erreicht ist, ist es zu spät, per Definition. Ja? Also wollen wir dahin, oder vielleicht können wir es ja gar nicht verhindern, aber vielleicht sollte man ein paar Philosophen nochmal drauf ansetzen, die sich überlegen, was würden denn die Roboter mit uns tun, wenn es dann soweit wäre. Aber es ist auch schwierig, weil die sind ja intelligenter als wir. Also ja, gut, reden wir mal kurz drüber. Also ich kann Ihnen bloß sagen, was ich glaube an der Stelle. Sorry, keine Fakten, nichts hartes Mathematisches. Ja. Wird es die Singularität geben? Darüber mache ich mir natürlich manchmal Gedanken. Ja. Und da gibt es ein paar Aspekte. Es gibt jetzt ein Teilgebiet der KI, das nennt sich Artificial General Intelligence. In der Presse liest man eher den Begriff starke KI. Und was ist da der Unterschied? Also das ist im Prinzip für mich mehr oder weniger das Gleiche. Ja? Diese starke KI unterscheidet sich von dem, was wir bis heute haben, dadurch, dass sie eben general, dass sie allgemeiner ist. Die heutigen KI-Systeme sind ziemlich stark noch spezialisiert. Sie werden immer stärker, aber sind doch Spezialmaschinen. Sie haben es gesehen, der Marvin, der kann Objekte greifen, der kann das Objekt bringen, der kann mich verstehen, aber der kann zum Beispiel noch nicht wirklich über sich selber reflektieren, was ich jetzt gerade tue. Ich denke jetzt darüber nach, dass ich hier einen Vortrag halte und jetzt habe ich gerade darüber nachgedacht, dass ich darüber nachdenke, dass ich einen Vortrag halte und so weiter. Auf verschiedenen hohen Ebenen können wir das, extrem komplex, und diese Art von Bewusstsein oder dass ich mir vorstellen kann, was andere Leute über mich denken und solche Dinge, das kann ich nicht sagen, ob das kommen wird. Also das Thema Bewusstsein ist ein total spannendes Thema. Hier der Richard Schubeck, der beschäftigt sich so am Rande von seiner Doktorarbeit mit Bewusstsein. Und von ihm habe ich gelernt, dass niemand weiß, was Bewusstsein ist. Man kann es gar nicht gescheit definieren. Ja? Und dann ist es auch schwierig, darüber zu reden. Und noch schwieriger ist es, Bewusstsein nachzubauen, wenn man gar nicht weiß, was es ist. Also total spannendes Thema. Und weil wir nicht wissen, was es ist, wissen wir natürlich erst recht nicht, ob die Roboter irgendwann wirklich einmal so haben können. Weil es gibt Leute, die behaupten, digitale Maschinen können gar nie Bewusstsein haben, weil da gehört Quantenmechanik dazu. Und die Quantenmechanik lässt sich auf einem Digitalrechner nicht simulieren. Ja? Das heißt, ich brauche richtig quantenmechanisches System, so wie unsere Neuronen mit der ganzen Chemie und Atomphysik drin und so weiter. Ja? Spannende Diskussion, ich weiß nicht, wie es gehen wird. Ich kann Ihnen sagen, was ich glaube. Ich glaube, dass das Bewusstsein auf dem Digitalrechner sehr wohl realisierbar ist, wenn wir denn erst einmal wissen, wie wir es machen. Aber wir haben ja noch ein paar Jahre Zeit und dann kriegen wir das vielleicht schon hin. Ja? Aber wie gesagt, wenn es da mal spannend wird, müssen wir aufpassen. Da müssen wir uns rechtzeitig überlegen, was wir tun. Vielleicht abhauen oder so. Es gibt ja auch so Projekte, die dann auf den Mars fliegen. Vielleicht hilft ja das, aber die Roboter fliegen vielleicht noch besser auf den Mars, weil die brauchen keine Luft. Wir brauchen ja Luft. Und das ist also. Dann Seiteneffekte, auch ganz interessant. Übrigens, die Folien, die stelle ich morgen ins Internet auf meiner Homepage und dann können Sie die ganzen Links da anklicken und brauchen die nicht abschreiben. Ja? Dieser Link, das ist ein YouTube-Video, auch total interessant. Eigentlich ganz banal. Ein englischer Wissenschaftler macht sich da kurz Gedanken drüber, über so eine starke KI. Wir stellen uns jetzt vor, wir hätten eine richtig starke KI und so einer starken KI kann ich ein Ziel vorgeben und die ist dann sehr intelligent und tut alles, um das Ziel zu erreichen. Die optimiert perfekt. Der nimmt als Beispiel Briefmarken sammeln. Der sammelt Briefmarken und will jetzt so ein Programm haben und das ist natürlich vernetzt weltweit mit allen Computern und das geht dann bei eBay rein und in viele Plattformen und diskutiert mit der ganzen Welt über Briefmarken sammeln. Und das Programm hat nur ein Ziel. Für mich möglichst viele Briefmarken zu besorgen. Das ist das einzige Ziel. Und da denken Sie, ja, das ist doch harmlos. Ein paar so Briefmarken. Wenn Sie das weiterdenken, und das Programm, das ist brav und fleißig und tut genau das, was es soll. Das heißt, es sammelt alle Briefmarken der Welt. Und da das klug ist,
denkt, da brauche ich jetzt Geld, um noch mehr Briefmarken zu kriegen. Also fängt es an, illegal über irgendwelche Netze Bitcoins zu klauen oder sonst was und hat immer mehr Geld und hat immer mehr Briefmarken. Da beginnt das erste Problem, wo bringe ich die denn unter, diese tonnenweisen Briefmarken, die dann an meinem Haus ankommen. Ja? Und dann reicht es aber noch nicht und dann sagt das Programm, dann sind irgendwann alle Briefmarken dieser Welt aus. Das Programm ist ja nicht blöd. Ha ja, ist doch ganz einfach. Dann hackt es alle Drucker dieser Welt und lässt Briefmarken drucken auf Papier und die dann gleich an mich schicken. Ist doch cool. Und wenn jetzt das ganze Papier für alle Drucker aus ist, dann sorgt das Programm dafür, dass alle Wälder abgeholzt werden und neues Papier produziert wird und so weiter. Und so kleine Seiteneffekte können dann eben passieren, wenn sich so eine starke KI verselbstständigt. Und darüber müssen wir uns dann schon Gedanken machen, wenn es dann einmal so weit ist. Also schauen Sie sich einmal das Video an, ist ganz lustig gemacht. Ist das ein geschlossener Regelkreis davor? Bitte? Ist das ein geschlossener Regelkreis, was beschrieben hat? Jeder autonome Roboter ist in diesem geschlossenen Regelkreis mit der Welt. Auch der Marvin. Ich meine, der Marvin stellt mir eine Frage, ich sage, was er tun soll, dann macht er das, bringt das wieder zurück. Er nimmt immer die Welt wahr und führt Aktionen aus. Diese autonomen Systeme, das ist ein geschlossener Regelkreis. Und wenn der dann einmal selbstständig geworden ist, dann wird es interessant. Ja? Der dann weiß, was ich in den Stecker ziehen will, weil das wäre eine Möglichkeit. Willi, das Problem ist doch, wenn der dann mal intelligenter ist als ich, dann lässt er sich nicht mehr den Stecker ziehen. Das ist klar. Ja? Also wir müssen vorher uns überlegen, was wir wollen, solange wir den Stecker noch ziehen können. Ja? Aber keine Sorge, also ich sage mal, in den nächsten 20 Jahren brauchen wir uns noch keine Sorgen machen. Also, ja. Also jetzt haben Sie ja sehr drastisch mögliche Auswirkungen gebracht, die aus starker Intelligenz, Bewusstsein resultieren können. Aber wie ist es denn mit Emotionen, mit Fantasie? Das ist es doch, was die menschliche Kapazität wirklich auszeichnet. Also die Emotionen sind für mich nicht so das große Problem. Ja? Emotionen können wir doch simulieren auf dem Roboter. Also ich meine, was sind Emotionen? Das sind Reaktionen auf Sensorinputs, sage ich jetzt mal technisch. Ja? Das kann man natürlich ein bisschen menschlicher formulieren, aber letztlich sind das komplexe Reaktionen auf komplexe Kombinationen von Sensorinputs. Und das können wir schon sehr gut. Und ja, übrigens, von individuellen oder von Individuen. Ja, und auch das haben wir in der Robotik. Der Marvin ist ein Individuum. Es wird nie einen zweiten Marvin geben, der genau gleich ist. Und soll ich Ihnen sagen, wieso? Weil die vier Motoren, die der in den Rädern eingebaut hat, die haben Toleranzen, die haben Fertigungstoleranzen. Und deswegen fährt der Marvin anders als ein anderer. Wenn Sie das exakt gleiche Programm auf einen anderen Marvin bringen, dann fährt der anders. Der muss adaptiv sein, damit er dann das Gleiche tut. Ja? Aber allein die Hardware-Unterschiede, auch die Sensoren haben kleine Unterschiede. Das heißt, der kriegt andere Sinneseindrücke, genauso wie Sie die Welt anders wahrnehmen wie ich. Also die Emotionen sind für mich nicht das große Problem. Und schauen Sie zu den Japanern, die bauen ja Roboter, die aussehen wie ein Mensch, die Haut haben wie ein Mensch. Und das bauen die denen. Mich interessiert es nicht, die Emotionen. Ich will Funktionen haben und das Bewusstsein ist das viel Spannendere. Okay, machen wir weiter, weil wir sollten ein bisschen auf die Zeit gucken, so langsam. Gut, Seiteneffekte. Ja, jetzt unsere Zukunft mit KI, das eigentliche Thema. Ja, wie geht es denn mit uns weiter? Und zwar jetzt geht es nicht um die nächsten 100 Jahre, sondern jetzt geht es eher um die nächsten 10 Jahre, um die kurzfristige Zukunft von uns mit KI auf unserem Planeten. Ja? Wir starten nochmal mit Mobilität. Im August diesen Jahres ist Uber in Pittsburgh an den Start gegangen mit den ersten Roboter-Taxis. Das heißt, in Pittsburgh können Sie mit Ihrer Smartphone-App ein Roboter-Taxi buchen, einsteigen und sich hinfahren lassen. Da sitzt noch eine Begleitperson drin, die das Ding überwacht. Das Gleiche hat Nutonomy in Singapur zur gleichen Zeit gemacht. Das heißt, in zwei Großstädten auf diesem Globus gibt es heute Roboter-Taxis, die frei in den Städten rumfahren. Da ist noch ein Überwacher drin. Warten Sie ein, zwei Jahre, dann ist die Software so sicher, dass man den Überwacher nicht mehr braucht. Ja? Und ich behaupte jetzt mal was, 2020 werden wir in Weingarten die Roboter-Taxis haben. Ja?
Wir reden 2020 wieder. Ja? Übrigens, das ist nicht ein Hirngespinst von mir allein. Gabor Jansky, ein bekannter Zukunftsforscher in Deutschland, der sagt, in 3 bis 5 Jahren haben wir in Deutschland die Robotertaxis am Start. Und schauen Sie, ich rede nur noch über Robotertaxis, ich rede über die Roboterautos an sich gar nicht mehr. Weil das ist das Geschäftsmodell der Zukunft. Die Robotertaxis, und das ist eine ganz tolle Sache, da gibt es fast nichts, kein Gegenargument zu sagen. Ich liste mal die Pluspunkte auf. Wir brauchen keine Privatautos mehr, wir brauchen keine Garagen mehr, keine Parkplätze mehr. Also Marienplatz Tiefgarage in Ravensburg, das ist out, brauchen wir nicht mehr. Ja? In 3 bis 5 Jahren, heute schon noch. Ja? Keine Parkplatzsuche, Sie fahren nach Ravensburg rein, der setzt Sie ab und fertig. Der Jansky sagt, das wird umsonst sein, das Robotertaxi kostet Sie gar nichts. Und wissen Sie warum? Weil das Geschäftsmodell das gleiche ist wie von Google. Haben Sie für Google Suchanfragen schon mal was bezahlt? Nein, Sie müssen halt mit der Werbung leben. Ja? In dem Robotertaxi, da werden Sie, wenn Sie von der Arbeit heimfahren, da machen Sie Ihre Abendeinkäufe und bevor Sie daheim sind, sind die dann bei Ihnen angeliefert. Ja? Und daran verdienen die das Geld. Das heißt, die werden umsonst fahren. Gut, wenn Sie jetzt sagen, ich will aber keinen Spam haben während dem Autofahren, dann kostet es halt. Das haben Sie in der Hand, das werden Sie entscheiden. Ja? Sie werden entscheiden, ob Sie allein fahren wollen, dann ist es teurer, wie wenn Sie im vollen Auto fahren, das ist ja klar. Ja? Dann gibt es Studien, und das ist auch absolut plausibel, 80 bis 90% weniger Autos werden wir brauchen, ist doch klar. Wie stark ist Ihr Auto ausgelastet? Ich schätze 1 bis 5%, je nachdem. Ja? Mein Auto ist unter 1% ausgelastet. Das heißt, das steht tot rum, verschwendete Ressourcen, die da zig Jahre in der Welt rumstehen. Ja? Diese Ressourcenvergeudung, die hat ein Ende, wenn wir die Robotertaxis haben. Dann gibt es Studien, die besagen etwa 90% weniger Treibhausgase. Weil die drücken nicht aufs Gas wie blöd und bremsen dann an der nächsten Ampel, sondern der fährt optimal effizient und spart dadurch Energie und dann sind die vielleicht auch noch elektrisch. Und ich weiß nicht, ob das mit den 90% stimmt, aber die werden viel sparsamer sein. Frage da hinten? Lauter bitte. Würden Sie in der Robotertaxis auf den körperlichen Zustand der Person dann auch achten? Zum Beispiel, wenn jemand im Rollstuhl kommen würde, würden Sie dem entsprechend die Tür aufmachen oder den entsprechend zum Sitzen helfen? Schauen Sie, das ist doch in der Welt der Smartphones überhaupt kein Problem mehr. Ihr Smartphone, das weiß, dass Sie behindert sind und das wird vollautomatisch an Uber mitteilen, da kommt jetzt ein Behinderter. Da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Das sind für Firmen wie Uber Kleinigkeiten, die nebenbei ablaufen. Ja? Ja? Wie wissen Sie dann, Sie beziehen es jetzt ja gerade nur auf den Stadtverkehr, aber wie läuft es dann auf Langstrecke? Ja, der fährt Sie halt nach Hamburg. Wo ist das Problem? Oder nach Madrid oder Paris? Wo ist das Problem? Diese Firmen sind global aufgestellt. Das ist übrigens der Vorteil von so globalen Firmen. Der setzt Sie ab und dann guckt er, ob er in Madrid jemand irgendwo hinfahren kann. Ist doch super. Der fährt nicht leer zurück, keine Sorge. Natürlich, aber auch morgens zwischen 8 und 9 stehen ganz viele Autos ungenutzt in der Gegend rum. Das sind Studien, ich habe das nicht selber gemacht. Lesen Sie diese Studien hier nach, können Sie nachlesen. Also das können wir jetzt nicht zu sehr vertiefen. Wir werden viel weniger Autos brauchen als heute. Können wir uns darauf einigen? Ja, Werner? Also ich meine, das Thema heißt ja auch Ökologie und Nachhaltigkeit. Genau, und das ist super ökologisch. Nee. Doch. Ich nicht, denn das Hauptargument, weshalb jemand mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt oder mit dem Zug eine lange Strecke macht, ist doch deshalb, weil er sich da anderweitig beschäftigen kann. Im Moment muss er beim Autofahren, muss er immer 100% den Verkehr beobachten. In dem Moment, wo das wegfällt, wird das Autofahren genauso komfortabel wie das Fahren mit dem Zug. Ja. Oder so. Und das heißt also, da sehe ich, dass ein enormer Zuwachs sein wird an Verkehr, weil das Autofahren so bequem wird. Ja. Also der Punkt fällt noch irgendwie und ich könnte mir vorstellen, dass das wie wär's damit? In die Richtung geht. Das wolltest du sagen, ja?
Ich weiß nicht, was jetzt genau da kommt, aber im Prinzip... Es ist genau, du hast mir den Ball zugespielt. Ja? Und deswegen steht es hier ganz fett in Rot. Ja? Weil das dann super komfortabel und super einfach und dann noch umsonst ist, da fahre ich doch wegen jedem Scheiß überall hin. Und unterwegs kann ich lesen, ich kann mich vielleicht sogar im Auto noch massieren lassen und der Friseur ist vielleicht auch noch im Robotertaxi drin oder keine Ahnung was. Ja? Werner, absolut richtig. Und egal, und das müssen wir, schauen Sie, und jetzt sind wir beim Thema, das müssen wir bei jeder neuen Technologie, müssen wir daran denken. Und wir lügen uns andauernd in die Tasche. Egal, ob es um Elektroautos geht, um Roboterautos, egal um was es geht. Schauen Sie, ich meine, die Wirtschaftswissenschaftler, die machen sich's einfach. Die sagen, ha, die Techniker, die sind doch cool, die tollen Ingenieure, die machen jetzt unsere Autos um 3% sparsamer. Das heißt, wir sparen 3% Energie ein. Pfeifendeckel, Sie wissen, wie die Statistiken lauten. Der Energieverbrauch steigt immer noch stark an, obwohl wir Ingenieure alles viel effizienter machen. Und die Antwort heißt Rebound-Effekt. Und das ist eingebaut im System. Ja? Aber ich möchte noch mal kurz darauf zurückkommen. Ich finde, also bevor das drauf ist, finde ich alles toll. Und das ist eine super tolle neue Technologie. Und die kann super Energie einsparen. Aber natürlich nur, wenn wir ein bisschen was von unserer Gier abgeben. Ja? Wenn wir sagen, wir fahren gleich viel wie heute, dann ist das eine super Technologie. Aber das ist ein Wenn. Das ist ein Wenn. Und wir wissen, es wird so nicht laufen. Wir werden gierig sein und wir werden mit dem kostenlosen Auto in der Gegend rumfahren wie die Blöden. Ja? Hier haben wir das Problem und da müssen wir jetzt einsteigen und an der Stelle geht es weiter. Aber noch eine Bemerkung, weil jemand hat gefragt, wie ist das auf dem Land oder Überlandverkehr. Hier in Oberschwaben, ist das der Hammer? Schauen Sie, was passiert denn jetzt irgendwo nach Horgenzell? Da fährt ein leerer Bus raus, ein riesen 10 Tonnen schwerer Bus fährt da leer raus, nimmt eine Person mit, vergeudet gewaltig Ressourcen. Ha, ein winzig kleiner Roboter-Smart holt mich in Horgenzell ab. Das ist optimal. Der beste Service und super umweltfreundlich. Was Besseres kann uns in ländlichen Gegenden nicht passieren als die Roboter-Taxis. Und das meine ich in vollem Ernst. Aber das müssen wir im Auge haben. Und dieses Problem, das lösen wir nicht. Das lösen wir nicht, indem wir sagen, oh, tolle Technologie. Und darüber möchte ich jetzt reden. Ja? Also, genau, und davor möchte ich das noch erwähnen. Ja? Weil das kriegen wir Ingenieure ja auch dauernd um die Ohren gehauen. Ja? Ihr macht da KI-Forschung und gleichzeitig macht da alle Taxifahrer und alle LKW-Fahrer arbeitslos. Wir sind die Deppen, wir Ingenieure. Wir sind schuld dran. Ja? Und das lesen wir dauernd in den Zeitungen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller vorwärts. Das kann man auf die ganze KI verallgemeinern. KI vernichtet Arbeitsplätze. Hier, FAZ im Januar diesen Jahres. Millionen Jobs fallen weg. Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Wirtschaftsgurus. Die Automatisierung ist schuld. Also, wir wissen, wer der Schuldige ist. Wir Ingenieure sind die Schuldigen. Ja? Wolfgang, du bist mit schuld. Wir zwei, wir sind schuldig. Ja? Und ein paar andere hier im Raum vermutlich auch noch. Ja? Und ich meine, lange Zeit habe ich tatsächlich so irgendwo im Hintergrund so ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt. Davon mache ich mich derzeit frei. Ja? Weil ich rede jetzt nämlich, seit Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Wirtschaftswissenschaften. Ja? Das muss man tun, wenn man über das Problem redet. Und darüber möchte ich jetzt ein paar Worte sagen. Hier nochmal eine kurze Auflistung, wer arbeitslos werden wird, welche Berufe. Also zum Beispiel Telemarketing, das ist ja klar, ich meine, das geht alles über Amazon automatisch. Übrigens Zahnärzte, die behalten ihren Job noch, ja? Weil das können die Roboter halt so schnell noch nicht machen. Ja? Und dann noch ein paar andere Sachen, habe ich vorhin schon gesagt, hochqualifizierte Ärzte, Krebsdiagnose, Blinddarmdiagnose, so MRT-Bilder auswerten, solche Dinge, das machen die Computer viel besser als die Ärzte. Genauso in der Technik habe ich vorhin gezeigt, wir werden Ingenieure arbeitslos machen. Ja? Also, KI vernichtet Arbeitsplätze. An der Stelle stehen wir. Das wird uns vorgeworfen. Das ist die
die schlechte Nachricht. Jetzt, was antworten wir darauf? Ah, Leute, ist doch kein Problem. Das Wirtschaftswachstum, das dadurch zustande kommt, schafft doch ganz viele neue Arbeitsplätze. Ja, ich meine, jetzt sind wir aus dem Schneider. Ist doch super. Ja. Also Leute, was habt ihr denn? Ihr müsst halt mit diesem Strukturwandel umgehen können. Die, die arbeitslos werden, müssen eine Weiterbildung machen und dann ist gut. Ja. Und dann holen wir noch ein paar Ausländer rein, weil wir ja viele neue Arbeitsplätze haben. Problem gelöst. Oder? Ja, ich meine, dieses Wort Wirtschaftswachstum gefällt mir halt irgendwie auch nicht so ganz gut. Ja. Also, hier habe ich jetzt nur ein Video, Sie kennen dieses ein Audio, wir steigern das Bruttosozialprodukt, total cooles Musikstück, lasse ich jetzt nicht laufen aus Zeitgründen. Aber die Wirtschaft wächst und wir arbeiten daran, dass die weiter wachsen kann. Ja? Und wir Ingenieure sind schuld. Ja? Es ist klar, übrigens, denken Sie zurück, wer ist denn schuld an dem ganzen Kapitalismus? Ja, der Erfinder der Dampfmaschine, James Watt ist schuld. Ja? Mit der Dampfmaschine ging es los und da ging es richtig steil aufwärts. Hätten wir diese Technik nicht erfunden, dann hätten wir keinen so einen Turbokapitalismus, der alles kaputt macht. Also, sorry, wir sind wirklich schuld. Ja? Wir sind schuld. So, aber lassen Sie mich jetzt mal noch ein paar andere Fragen stellen. Zum Beispiel, wenn die Wirtschaft so toll wächst und wir alles automatisieren, wo bleiben denn die Produktivitätsgewinne? Das ist eine ganz andere Frage, aber die ist interessant in dem Zusammenhang. Ja? Bei den Kapitalbesitzern, klar, ja? Bei den Banken und, ganz wichtig, die Kapitalbesitzer werden sofort einwenden und sagen, oh nö, bei mir bleibt fast nichts, ich bin ein ganz armer Kerl, weil ich muss ja wieder investieren in das Wachstum, meine Firma muss ja wachsen. Das heißt, die ganzen Gewinne gehen ins Wachstum rein. So läuft es, also ganz grob, stark vereinfacht. Ja. Und das ist irgendwie nicht so gut. Ja. Also wir kleine Arbeiter finden das nicht so toll, dass das System so funktioniert. Ja. Das ist wie Monopoly. Wie Monopoly. Am Ende bleibt einer übrig, der hat alles. Ich meine, auf dieser Welt ist es nicht einer, sondern es ist ein Donald Trump und ein paar andere Superreiche, die fast alles haben. Ja. Okay, ja, also, schauen wir es uns nochmal an. Wir haben jetzt gelernt, KI vernichtet Arbeitsplätze und das Wirtschaftswachstum schafft neue Arbeitsplätze. Und jetzt möchte ich einmal einen Schritt zurücktreten. Schauen Sie, ich habe Jahrzehnte diesen Unsinn geglaubt, ja, der immer in der Zeitung steht. Und jeden Tag hören Sie jeden Politiker sagen, auch die Grünen, wir brauchen Wachstum. Denn sonst geht es uns schlecht. Ja? Denn sonst gibt es Arbeitslosigkeit und. Wir brauchen Wirtschaftswachstum. Gebetsmühlenartig wird uns das vorgebetet. Ja? Ich glaube nicht mehr daran. Ich bin ausgetreten aus dieser Religion. Ja? Lassen Sie uns das einmal anders sehen. Wir lassen die Roboter arbeiten. Wir haben tolle Roboter, die super effizient alles machen. Ja, das ist doch klasse. Ich musste bis gestern am Fließband malochen, jetzt macht es ein Roboter. Ja, super. Jetzt kann ich zum Klettern gehen, jeden Tag in der Woche. Hallo. Das erzählt uns niemand. Nein, wissen Sie, was die uns sagen? Du musst trotzdem 40 Stunden in der Woche arbeiten. Das wird uns eingeredet und Sie glauben das alle. Bitte hören Sie auf, diesen Unsinn zu glauben. Das ist doch die vernünftige Argumentation. Und zwar, wir Menschen müssen weniger arbeiten, weil die Roboter viel mehr arbeiten als wir, weil die viel produktiver sind und nichts kosten im Vergleich zu uns. Das heißt, wir müssen weniger arbeiten bei gleichem Lohn. Das ist der Punkt und das ist möglich. Das ist möglich. Das heißt, wir gehen auf paradiesische Zustände zu. Und wenn die KI immer weitergeht, weil die KI ist die Schlüsseltechnologie momentan, dann werden wir in 30 Jahren praktisch keine Erwerbsarbeit mehr haben. Ist das nicht wunderbar? Wir werden ein Paradies haben. Wir werden ein Paradies haben. Ich meine, wir nicht, weil wir sind falsch erzogen worden. Wir wollen ja alle unbedingt 40 Stunden in der Woche arbeiten. Ja? Aber wenn wir unsere Kinder so erziehen, dass die sich freuen, dass sie Kunst machen dürfen oder ins Donautal zum Klettern fahren oder zum Skifahren, dann wollen die nicht mehr 40 Stunden in der Woche arbeiten. Das kann ich Ihnen versichern. Ja? Wir gehen auf ein Paradies zu.
Wir bewegen uns auf ein Paradies zu. Ja? So, aber jetzt, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Wir müssen nochmal fragen, warum muss denn jetzt diese Wirtschaft wachsen? Ja? Ja klar, um die Arbeitsplätze zu erhalten, das wissen wir doch schon lange. Um unseren Wohlstand zu sichern. Steht jeden Tag in der Zeitung und ist offenbar wahr. Nein, 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 wir glauben das jetzt einfach einmal nicht mehr, was uns da viele Wirtschaftsgurus vorbeten und die Medien das auch noch einfach abdrucken, ohne das zu hinterfragen. Warum muss die Wirtschaft wachsen? Darüber mache ich mir seit Jahren Gedanken. Und ich bin nicht der Einzige auf diesem Planeten, der das tut. Und ich habe das auch nicht erfunden, sondern ich habe einfach gelesen, viele Bücher gelesen über Kapitalismus und so weiter und so weiter. Und was ich gelernt habe, ein Problem, das wir haben, ist die Geldmenge, die wächst. Und das ist ein äußerer Wachstumszwang. Weil, vielleicht haben Sie das auch schon mal gehört, das Bruttosozialprodukt, das ist die gesamte Menge an umgesetzten Gütern und Dienstleistungen in einem Jahr, ja, das muss sich gleich schnell bewegen wie die Geldmenge. Weil wenn das nicht passiert, dann kriegen wir eine Inflation oder eine Deflation. Ja. Das heißt, ja, und wenn wir jetzt sowas haben, dass die Geldmenge einfach so wächst, ja, dann muss das Bruttosozialprodukt mitwachsen. Das ist eines der Probleme, das wir haben. Ja? Und es ist jetzt nicht so, dass da jetzt ein Donald Trump sagt, lass mal die Geldmenge wachsen. Nein, das passiert von allein, da gibt es keine Bösen. Und das ist das Interessante, auf die Ingenieure kann man zeigen und sagen, ihr seid schuld. Aber bei den Wirtschaftswissenschaftlern, da ist ja jeder unschuldig. Jeder wird sagen, nein, ich will doch nicht, dass die Geldmenge so schnell wächst. Die tut's einfach. Das macht die Geldmenge an sich, also sagen wir, die Geldmenge ist schuld. Ja? Herr Draghi auch noch beteiligt. Der Herr Draghi ist eine ganz interessante Person. Der war übrigens einmal bei dieser amerikanischen Unternehmensberatung, die immer diese Ratings macht. Wie heißen die denn? Goldman und Sachs, glaube ich. Ja? Die schaffen es ganz intelligent, ihre ehemaligen Bosse überall auf der Welt in die Politik einzuschleusen. Schauen Sie mal, wo die alle sind, die ehemaligen Goldman- und Sachs-Bosse. Die sitzen heute alle in der Politik und raten Sie mal, warum. Weil die den Politikern klar machen, dass morgen wieder die Wirtschaft muss wachsen, in der Zeitung steht. Ja? Und dass hier, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Genau. Das Problem heißt Giralgeldschöpfung durch die Privatbanken. Heute tut nicht die EZB neues Geld drucken. 1% des neuen Geldes druckt die EZB. 99% alles neuen Geldes dürfen die Privatbanken ganz frei drucken. Wenn Sie Ihr Häusle bauen und ein Darlehen holen und 100.000 Euro leihen, dann erzeugt die Bank 99.000 Euro einfach so, indem sie es draufschreibt auf ihr Konto. Ja? Das heißt, die Geldmenge wird überhaupt nicht kontrolliert. Und schauen Sie, das ist übrigens in der Regelungstechnik ganz kritisch. Wenn ich keine Dämpfungskomponente drin habe, dann kommt so ein Regelkreis ins Überschwingen. Und da sind wir drin. Wir haben so einen ungedämpften Regelkreis und da gibt es irgendwann eine Resonanzkatastrophe. Da können wir drauf warten, die werden wir kriegen. Wir hatten fast schon eine bei der letzten Finanzkrise, die hat man ein bisschen rausgeschoben. Die wird kommen, das ist ganz sicher. Okay, aber wir haben es ja jetzt schon mal erkannt. Wir haben da keine Dämpfung drin, was die Geldmenge betrifft. Das ist ein Problem. Ja? Grund zwei ist das Zinssystem. Wenn Sie Ihr Häusle bauen und die 100.000 Euro Darlehen haben, übrigens, wenn Sie nach 10 Jahren das Darlehen zurückgezahlt haben, ist das ganze Geld wieder weg. Die 100.000 sind wieder weg, weil die waren ja gar nicht da. Ja? Aber nach den 10 Jahren haben Sie zusätzlich noch 100.000 an Zinsen zurückgezahlt. Und die sind tatsächlich neu entstanden, weil die kommen irgendwo aus einem anderen Darlehen wieder her. Das heißt, die Geldmenge wächst tatsächlich wie verrückt. Völlig unkontrolliert. Völlig unkontrolliert. Und da müssen wir eine Bremse einbauen. Da müssen wir so einen Term erster Ordnung in die Differentialgleichung reintun. Also sprich, ein Dämpfungsterm muss da rein. Okay. Ja, wie heißt die Lösung? Also jetzt habe ich die Probleme aufgezeigt und es gibt kluge Leute, die machen sich Gedanken über die Lösung. Ja? Vollgeld ist das erste Argument. Professor Josef Huber, schauen Sie da mal nach, der Mann weiß Bescheid.
Vollgeld heißt ganz einfach, die Banken dürfen nicht mehr Geld schöpfen. Die dürfen nur Geld verleihen, das wirklich da ist. Ja? Und das war übrigens auch einmal so vor langer Zeit. Ja? Das hat man halt alles aufgeweicht, damit es richtig boomt und abgeht exponentiell. Also Vollgeld müssen wir einschaffen. Und es gibt übrigens schon Leute, die wissen, wie wir den Übergang machen. Weil das ist ja auch kritisch. Die überlegen sich ganz genau, wie kommen wir von dem heutigen System schön langsam schrittweise hin zum Vollgeld. Wir müssen es nur wollen. Natürliche Wirtschaftsordnung ist ein anderes Thema. 1912 hat Silvio Gesell ein cooles neues Zinssystem entwickelt. Und zwar beim Zinssystem ist das Problem, dass die Gewinne von den Zinsen, die landen bei den Kapitalisten und bei den Banken. Bei dem Gesellschen System funktioniert genauso, nämlich der Zins als Umlaufsicherung, aber der Zinsgewinn landet beim Gemeinwohl. Der wird verteilt, quasi wenn Sie über losgehen bei Monopoly, kriegt jeder diese Zinsen ab und nicht der die Schlossallee hat. Ja? Also auch ganz interessante Idee. Dann müssen wir natürlich noch eine Steuerreform einführen. Übrigens, die Steuerreform ist auch theoretisch schon untersucht. Da gibt es eine Theorie, die heißt biophysikalische Ökonomie. Die führen einen vierten Produktionsfaktor ein in der Ökonomie, also für die Wirtschaftswissenschaftler hier. Und der heißt Energie. Die Energie, die wurde bisher immer unter Kapital subsumiert und das ist falsch. Und die zeigen, dass mit dem vierten Faktor drin, dass die ganzen Gleichungen viel besser aufgehen, die Prognosen besser funktionieren und so weiter. Ja. Und die Essenz von der biophysikalischen Ökonomie ist eine Steuerreform. Das, was ich ohnehin schon seit Jahren sage, ist jetzt bewiesen, dass das richtig ist, nämlich die Lohnsteuer abschaffen. Das ist sowieso der größte Unsinn, dass wir Arbeit besteuern, menschliche Arbeit besteuern. Wie kann man bloß so einen Unsinn machen? Ja? Also, sondern durch eine Energiesteuer ersetzen. Und wissen Sie, was die Konsequenz ist, wenn wir das tun? Lohnsteuer komplett weg und alles auf die Energie drauf. Die Äpfel aus Neuseeland lohnen sich dann plötzlich nicht mehr. Ja? Sondern wir kaufen die Äpfel aus Tettnang. Aber das müssen wir machen. Okay. Dann gibt es noch ein paar andere Stichworte. Gemeinwohlökonomie, das ist auch hochinteressant. Nicht ökologisch produzierte Produkte oder menschenunwürdig produzierte Produkte werden hoch besteuert und plötzlich ist das Rindfleisch beim Aldi teurer als das beim Demeter. Ja? Bedingungsloses Grundeinkommen ist auch so ein Argument, nämlich die ganzen Arbeiter, die arbeitslos werden, die bezahlen wir einfach aus dem tollen Profit, den wir einnehmen. Übrigens, vor zwei Tagen hat Elon Musk, der Boss von Tesla, hat das öffentlich gesagt. Weil der Tesla ist tatsächlich der größte Automatisierer auf dem Planeten. Was die für eine perfekte Automatisierung haben und wie viele Leute die arbeitslos machen. Und der Boss von der Firma sagt, und die sollen alle Grundeinkommen kriegen. Ja? Finde ich interessant. Und das ist der wichtigste Punkt, wir brauchen eine Transformationsforschung. Und zwar in den Wirtschaftswissenschaften. Und das ist mein Plädoyer. Und jetzt bin ich auch gleich fertig. Ja? Das ist mein Plädoyer. Die Wirtschaftswissenschaftler, die müssen endlich einmal was anderes tun, als sie bisher machen. Und ich kann Ihnen sagen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wir haben auch ein paar Wirtschaftswissenschaftler hier an unserer Hochschule und ich habe mit vielen schon geredet und gesagt, lasst uns doch mal coole Nachhaltigkeitsprojekte machen. Wissen Sie, was ich als Antwort kriege? Oh, Hertel, das ist klasse, das ist toll. Ja, super, Nachhaltigkeit finde ich klasse. Aber sorry, ich habe gerade momentan keine Zeit dafür. Ja? Weil die brauchen ihre Zeit für was anderes. Weil die lernen, im System für sich selber und die eigene Firma zu optimieren. Das ist das Einzige, was die lernen. Und das sagt nicht nur ich, das sagt zum Beispiel auch die Ulrike Herrmann, die ein tolles Buch geschrieben hat, Der Sieg des Kapitals. Die ersten zwei Drittel von dem Buch sind eine richtige Hymne auf den Kapitalismus. Und übrigens, nichts gegen Kapitalismus, ich will nicht sagen, dass der schlecht ist. Bis jetzt war der Kapitalismus gut. Und diesem Kapitalismus haben wir unseren Wohlstand zu verdanken. Den ganzen Luxus, dass Sie jetzt mit dem Auto heimfahren können und so weiter, haben wir alles diesem Kapitalismus zu verdanken. Aber jetzt ist vorbei mit diesem Kapitalismus. Wir brauchen jetzt einen Kapitalismus 2.0. Ja? Das brauchen wir. Wir brauchen den Kapitalismus 2.0, weil, warum denn?
Weil wir an den Grenzen des Wachstums angekommen sind. Der Planet ist schon ausgebeutet, wir sind schon drüber. Wir machen den Planeten nur noch kaputt und die Welt für unsere Kinder kaputt. Also der Planet wird es überleben, aber unsere Kinder und Enkel haben ein Problem. Ja? Und wenn Homo sapiens ausgestorben ist, wird sich ein paar hundert Jahre später der Planet erholt haben. Das ist kein Problem. Aber ich bin da egoistisch, muss ich ehrlich sagen. Und ich möchte, dass meine Enkel auch noch ein halbwegs ordentliches Leben haben. Und deswegen dürfen wir nicht mehr wachsen. Ja? Und wenn wir da Klimagipfel sehen, das ist doch alles total frustrierend. Da sagt man, wir wollen vielleicht 2 Grad und so weiter. Passieren tut nichts. Ja? Passieren tut nichts. Und wenn wir in 5 Jahren die Zahlen anschauen, dann wird der Energieverbrauch trotzdem gestiegen sein und das CO2 wird schlechter werden und so weiter. Ja? Wir brauchen eine Transformationsforschung und zwar dieses Geldmengenwachstum und dieses falsche Zinssystem und vielleicht noch ein paar andere Probleme müssen beseitigt werden. Es gibt übrigens auch Forscher, Kaoru Yamaguchi zum Beispiel, ein Japaner, der benutzt Runge-Kutta-Gleichungen, um Differentialgleichungen zu simulieren und Wirtschaftssysteme zu simulieren. Und der hat dieses Vollgeld, das heißt auf Englisch Public Money, der hat es schon simuliert und gezeigt, dass das wunderbar zu Stabilität führt, dass das ganz toll ist. Ja? Aber wir brauchen viele Wirtschaftswissenschaftler, weil echt hat der Yamaguchi irgendwas vergessen. Da müssen tausende Leute dran arbeiten, da müssen die sich zusammentun mit uns Ingenieuren, weil wir verstehen die Mathe und mit den Wirtschaftswissenschaftlern zusammen lösen wir diese Probleme. Aber wir müssen es angehen. Wir müssen es angehen. Und jetzt kurz die Zusammenfassung. Die KI-Revolution, die hat begonnen. Ja? Wo die starke KI hinführt, das weiß ich nicht. KI und Internet der Dinge bringen viel Komfort, haben wir gesehen, ganz tolle Sachen, cooler Rollator und so weiter. Aber, haben wir auch gesehen, wir müssen verdammt aufpassen auf die Hacker, die in den Netzen ganz üble Dinge anrichten können. Und die Kriege der Zukunft, die passieren nicht mehr mit den klassischen Bomben, weil das ist viel billiger, einen Hacker zu engagieren, der dann riesige Schäden anrichtet. Also kommen Sie zur Nacht der Informatik, da geht es um dieses Thema. Ja. Dann ein weiteres spannendes Thema, Demokratie im IT-Zeitalter. Nochmal, denken Sie dran, was die Frau Clinton und ihre Partei die letzten Tage gemacht haben bezüglich Datenschutz. Und ob man das noch Demokratie nennen kann, ich weiß nicht, was der Trump getan hat, ich habe es halt in Fernsehsendungen gesehen bei der Clinton. Ja? In Deutschland, glaube ich, ist es noch nicht ganz so schlimm. Aber schauen Sie, in solchen Zeiten, wo wir hier 150 Leute wissen jetzt, was Sache ist, aber wir können ja gar nichts machen. Welche Partei wollen wir denn wählen beim nächsten Mal? Die Partei gibt es nicht. Dieses demokratische System ist veraltet. Ich meine, wir müssen auch darüber uns Gedanken machen. Wenn ich sehe, was Kompakt für Aktionen macht zum Beispiel und was die dann auch bewirken können, oder die Piraten hatten Ideen über eine Demokratie. Schauen Sie, das Problem in der Politik, und das haben wir in Amerika ja jetzt gesehen, ist, dass die Fakten, die zählen doch gar nicht. Zählen tut, wer besser schwätzen kann. Ne? Das zählt. Nicht nur in Amerika. Warum ist in Deutschland die AfD so stark geworden? Ne? Weil der Populismus die Leute überzeugt. Ah, da müssen wir wegkommen davon. Wir müssen hinkommen zu einer Politik, wo die Fakten eine Rolle spielen. Da gäbe es zum Beispiel Modelle, dass ich kann meine Stimme abtreten an jemand, zum Beispiel, was weiß ich, beim Thema Wirtschaftssystem würde ich meine Stimme an den Professor Huber abtreten, weil ich weiß, der Mann weiß, was Sache ist. Und der kriegt dann meine Stimme und hat dann richtig Gewicht, was solche Sachen betrifft. Da müssen wir uns Gedanken drüber machen. Da muss was passieren. Es muss jetzt was passieren, bevor alles zu spät ist. Ja. Wir haben auch gesehen, immer weniger Bedarf, und ich nenne es Erwerbsarbeit. Schauen Sie, es ist kein Problem, uns wird es nicht langweilig werden. Und wir dürfen trotzdem weiterarbeiten. Und wenn ich Spaß habe an meiner Arbeit und an meiner Forschung, dann mache ich das trotzdem weiter. Aber das ist dann was anderes als die klassische Erwerbsarbeit. Die Grenzen des Wachstums sind überschritten. Wir brauchen einen Kapitalismus 2.0, habe ich gerade eben gesagt. Und werden Sie bitte aktiv. Ja? Weil wenn Sie bloß brav da sitzen und am Stammtisch jammern, dann passiert nichts. Wir müssen alle aktiv werden. Und jeder für sich auf irgendwie seine Art muss aktiv werden. Dankeschön. Dann möchte ich noch verweisen auf eine Veranstaltung bei Ravensbuch, wo es auch um das Thema geht. Ein Buchautor, der über die Folgen von KI ein Buch geschrieben hat. Ich wollte eigentlich auch hingehen, aber ich bin in Frankfurt eingeladen für einen Vortrag an dem Abend. Und deswegen wird einer von meinen Mitarbeitern dort sein und die KI vertreten.
Dann natürlich die Nacht der Informatik, das haben Sie am Anfang schon gesehen. Und hier noch der Dank an meine Mitarbeiter und die ganzen Geldgeber und Sponsoren. Vielen Dank. So, und ja, ich habe wieder mal grandios überzogen, aber die gute Nachricht, dieses Mal nur eine halbe Stunde, beim letzten Mal habe ich eine Stunde überzogen. Jetzt kann jeder gehen, wer noch diskutieren will, wir können gerne diskutieren. Also die, die gehen wollen, vielleicht leise und die anderen können noch weiter diskutieren. Schöne Frage. Ja? Und zwar haben wir am Anfang...